Getroffen. Blähfliege. Blähfliegenfleisch. Aber auch nicht besonders nahrhaft. Also einfach nicht gesund. Jetzt haben wir schon nur noch 16 Schuss. Es geht wirklich ratzfatz hier. Wir brauchen unbedingt Munition. Klar, wir wollen ja eigentlich alles gewaltfrei lösen, aber wenn jetzt wilde Tiere auf uns zukommen, können wir nichts machen, außer sie umbringen. Mit denen werden wir nicht verhandeln können. Aber vielleicht können wir ihnen ausweichen. Okay, wir sind versteckt. Das Tier hat uns noch nicht bemerkt. Okay, gut. Wenn wir jetzt hier runtergehen, das Tier scheint irgendwo oben zu sein oder der Gegner. Wir wissen ja nicht mehr, ob es vielleicht sogar ein Mensch ist. Auf jeden Fall ein Feind. Oh, jetzt lauert Gefahr. Jetzt hat es uns entdeckt. Ah, es ist noch eine Blähfliege. Okay, machen wir wieder mit dem Platz ein bisschen näher rangehen. Zack. Gut. Rumpf 70%. Kopf 45. Können wir probieren, wenn wir zweimal am Rumpf vorbeischießen, versuchen wir einen Kopfschuss. Ja, jawohl. Hat genau hingehauen. Gut, ich glaube, nachzugucken, was sie dabei hat, ist ein bisschen witzlos. Können wir uns sparen. Denk mal, die wird nichts dabei haben. Gut, was ich jetzt noch ganz gut finde, ist natürlich, dass wir, nachdem wir den Brief abgeliefert haben, nicht wieder zurückkehren müssen. Der Typ vor Ort will uns ja belohnen. Das finde ich sehr hilfreich. Und da sehen wir schon eine Brücke. Sie meinte ja, auf irgendeiner Brücke soll das sein. Da ist noch ein Gegner. Versteckt. Versteckt. Na, wir gehen mal lieber hier lang. Ist mir zu brenzlig. Da sind jetzt schon zwei Gegner. Und wenn es nur zwei Blähfliegen sind, das reicht mir schon. Gut. Oh, hier werden wir verseucht. Plus ein Red pro Sekunde. Ich weiß nicht genau, was ein Red tut. Oh, was ist das? Da können wir nicht mitnehmen. Schade. Hätte ich jetzt gedacht, das sprießt so aus der Welt hinaus. Das sieht so aus, als könnte man es mitnehmen. Oh, das sind menschliche Gegner. Ganz doof. Warum kann ich denn... Wie kann man denn rennen, verdammt? Ja, also unsere Waffe ist nicht gut genug, um uns mit Menschen anzulegen. Also diese Raider hier, das war der Typ in Megaton. Der war mal ein Raider und Raider sind halt diese gesetzlosen Gauner, die hier überall rumstreunern. Mit denen wollen wir uns jetzt noch nicht anlegen. Ich dachte auch, das wäre eben ein Mensch hier. Gut, ist nur ein Baumstumpf. Ein abgebrochener. Nein, ein abgebrochener Baum, aber ein Baumstumpf. Noch eine Blähfliege? Na, ignorieren wir mal. Wir haben dich nicht gesehen, du Blähfliege. Also sie hat uns gesehen. Und da kommt Raider hinterher. Was wollen die denn? Wollen die zu mir? Die Blähfliege schon, kann ich mir vorstellen. Aber vielleicht wollen die Raider auch nur hinter der Blähfliege her. Ah, genau. Ja, Moment, die sehen aus wie irgendwelche Ureinwohner. Ah! Knarre raus. Zack, Vats. Okay. Rumpf, Baller auf den Rumpf. Kritischer Angriff auf Blähfliege. Sehr schön. Und die Gegner da, die sehen aus wie irgendwelche Einwohner, Ureinwohner. Was ist denn mit euch los? Ach nee, das sind Raider, aber die haben nur Baseballschläger. Okay, wir haben 89% Wahrscheinlichkeit, den Kopf zu treffen, aber das zieht nur 2 Punkte ab. Guckt euch das an. Okay, wir versuchen auf den Kopf zu ballern, aber ob das hilft? Boah. Kritischer Angriff auf Raider, aber das hilft nicht wirklich. Haben wir noch AP? Ja, aber reicht es für einen Schuss? Ja, es reicht gerade so. Beten wir mal, dass der Treffer tödlich wird. Ach, Mist. Okay, jetzt müssen wir so schießen. Oh, der fliegt. Raider-Kopf verkrüppelt. Oh. Wer hat auf die geballert? Hey, seid ihr Freunde? Ja, das ist eine Karawane. Geil. Die haben mir geholfen. Cool. Ah, willkommen, erschöpfter Reisender. Sie sehen so aus, als könnten Sie etwas Entspannung und eine chemische Aufmunterung gebrauchen. Ziehen Sie nicht weiter. Ich bin Doc Hoff, Lieferant feinster medizinischer Waren und chemischer Hilfsmittel. Wie kann ich dienen? Gut, das ist ja nett, aber ich brauche jetzt nichts. Bis zum nächsten Mal, wenn Sie etwas Besonderes benötigen. Ja, aber sehr cool. Der hat uns geholfen, weil die viel bessere Waffen haben. Also irgendwo müssen jetzt hier die toten Raider rumliegen. Und die will ich eigentlich, ausbeuten. Ich will ihr Zeug haben. Wo liegen denn die jetzt? Ich glaube, unten diese beiden kleinen Pfeile. Oder sind es Gegneranzeigen auf dem Radar da? Oder ist es irgendwas anderes? Scheint was anderes zu sein. Mist. Jetzt habe ich die Raider verloren. Ich weiß nicht mehr, wo die liegen. Ja, das ist die Blähfliege.
Die hatten wir früher getötet. Die Raider müssten eigentlich hier irgendwo sein. Oh, hier liegt einer. Baseballschläger und Raider-Steppenrüstung. Brauchen wir aber nicht. Und der andere ist ein bisschen weggerannt. Der müsste eigentlich hier irgendwo sein. Da? Nee, das ist die Blähfliege. Na, vielleicht ist das ja auch der hintere. Vielleicht liegt der andere weiter vorne. Aber die werden jetzt nichts Besonderes dabei haben. Wie gesagt, ihren Baseballschläger und mehr wird es wahrscheinlich nicht gewesen sein. Nee, den finde ich nicht wieder. Was soll's. Aber schön, dass sie vorbeigekommen sind und mir geholfen haben. Finde ich super. Na, verwesende Brahmin-Leiche. Na gut, sie sind sowieso leer, haben nichts dabei. Okay, ist das hier schon das Dorf? Weil wir sollen hier anscheinend auf die Brücke rauf. Ich hoffe, wir sollen nicht wieder runter. Nicht, dass sie da kaputt ist und wir müssen wieder runter. Da müssen wir den Weg zurücklaufen. Ich weiß nicht, ob wir hier einfach runterspringen können und das überleben. Aber nee, das scheint es zu sein. Wir sind schon da. Wunderbar, ich dachte, es wäre ein längerer Weg. Wenn wir jetzt noch ein bisschen Galaxy News Radio gehört hätten, wäre es noch besser gewesen. Meine Güte. Warten Sie, Sie gehören ja gar nicht zu denen. Ich hätte Sie fast über den Haufen geschossen. Kommen Sie hier rüber, bevor Sie von Ihnen gesehen werden. Von wem? Ja, ich komme schon. Was ist denn hier los? Was zum Teufel tun Sie denn hier draußen? Nun, ich habe hier diesen Brief für die Familie West. Das ist großartig. Aber ich muss mich momentan um wichtigere Probleme kümmern, als für diesen Ort das Postamt zu spielen. In dieser Jauchegrube fängt bald die Kacke an zu dampfen und ich glaube nicht, dass ich etwas dagegen tun kann. Was für Probleme? Naja, anfangs haben sie typischen Gangmist gebaut, Sachen kaputt gemacht und einen Heidenlärm veranstaltet. Aber sie warten immer Abstand. Aber letztes Mal sind sie zu weit gegangen. Sie haben alle unsere Brahmine getötet. Und Brahmine sind hier draußen lebenswichtig. Ja, die habe ich schon gesehen. Was hat sie denn so aus der Ruhe gebracht? Hören Sie, Sie können mich ja für verrückt halten, wenn Sie wollen, aber diese Widerlinge haben etwas Unheimliches an sich. Ich meine, Sie haben doch die nötigen Waffen und sind stark genug. Warum also rennen Sie uns nicht einfach die Türe ein und bringen uns um? Wir stecken wirklich verdammt tief in der Klemme und könnten Hilfe gebrauchen. Okay, ich freue mich, wenn ich helfen kann. Was brauchen Sie? Ich will die Rampe hier nicht aus den Augen lassen. Man kann nie wissen, wann die Familie zurückkehren wird. Würden Sie mir einen Gefallen tun, die Häuser der anderen Leute hier zu überprüfen, um sicherzustellen, dass es Ihnen gut geht? Reden Sie mit David West, Karen Shenzi und Ken Ewers. Na, kein Problem. Wo kann ich die Familie wohl finden? Ich glaube, die Familie lebt östlich oder nordöstlich von hier. Ich kann aber nicht genau sehen, wohin sie geht, weil sie immer im Dunkeln reist. Die könnten sich an allen möglichen Orten verstecken. In Hamiltons Schlupfwinkel, im alten Moonbeam-Kino oder in der Metrostation Northwest Seneca. Okay, da haben wir gleich die Kartenmarkierung, da können wir auch hin. Gut, ich muss jetzt gehen. Vorsicht, ja, ich habe einen lockeren Abzugfinger. Kein Problem. Ja genau, mit denen sollen wir doch reden. An der Tür klopfen. Hallo? Ist das der Briefträger? Ach, ich hoffe, mein Herbstkatalog ist endlich da. Was soll das Gerede? Evan King schickt mich. Ach, Evan. Er ist ein echter Kavalier. Bitte, kommen Sie doch herein. Einen Augenblick, ich sperre die Tür auf. Was soll das Gerede? Gut, dann rein da. Was zum Teufel haben denn Sie hier drinnen verloren? Verschwinden Sie, verdammt nochmal! Ihre Frau hat mich reingelassen, wegen irgendeinem Katalog? Ach, zum Kuckuck. Hören Sie, meine Frau ist dumm wie Stroh, ja? Wenn Sie mit jemandem reden wollen, dann müssen Sie mit mir reden. Also, was zum Teufel wollen Sie? Evan King sagte mir, ich sollte nachsehen, ob hier alles okay ist. Uns geht es bestens. Einfach herrlich. Ich liebe es, in meinem Haus zu sitzen und Däumchen zu drehen. Sagen Sie, Mr. King, den ganzen Tag hier herumzusitzen macht uns kein bisschen sicherer. Wir müssen etwas unternehmen. Was halten Sie von Evan King? Naja, er ist Ortsbürgermeister oder Sheriff oder wie auch immer er sich nennt. Er hat hier ganz allein das Sagen. Wenn er sagt, dass wir ins Haus gehen und dort warten sollen, dann tun wir das auch. Na gut, ich muss jetzt gehen. Gut, verschwinden Sie. Ja, ist ja schon gut. Was ist mit der Frau? Sie sind vom Herumlaufen in dieser grässlichen Hitze bestimmt erschöpft. Ach,
Und hungrig sind sie sicher auch. Nehmen Sie bitte Platz. Ich heiße Brayley Ewers. Machen Sie sich nichts aus meinem Ehemann Kenneth. Er ist heute Morgen mit dem falschen Fuß aufgestanden. Evan King sagte mir, ich sollte nachsehen, ob hier alles okay ist. Ach, er ist ja so ein Schatz. Ich muss unbedingt noch mehr von diesen Konserven machen, die er so sehr mag. Okay, können Sie mir von den neuesten Ereignissen hier erzählen? Ach, keine Ahnung. Wahrscheinlich backt Mrs. West gerade ihre berühmten Plätzchen und die Kinder spielen alle im Hof. Draußen ist es so schön. Das Gras sieht um diese Jahreszeit wundervoll aus. Okay, Sie wissen ja, dass vor 200 Jahren ein Krieg stattgefunden hat, oder? Nun, darüber muss ich mit meinem Mann sprechen. Wir könnten es bei der nächsten Sitzung des Hausbesitzerverbands zur Sprache bringen. Ach, ich liebe diese Sitzungen über alles. Ich glaube, ich werde Brötchen mitbringen. Ja, okay. Belassen wir es mal dabei. Die Olle ist verrückt, die hat sich irgendwie das Hirn verstrahlt. Gut, ich werde es jetzt hier auch mal bei belassen. Anscheinend läuft Fallout 3 jetzt wieder flüssig. Ich werde euch sagen, wie ich es gemacht habe. Ich werde unter diesem Video unten ein Thema verlinken von einem Forum. Da hat jemand geschrieben, wie das funktioniert. Hallo. So habe ich es gemacht und so geht es bei mir. Wunderbar. Also, wir sehen uns beim nächsten Mal mit Fallout 3. Bis dann.